Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. Ich begrüße Sie zu einer Sondersendung, die diesmal ganz im Zeichen der Gemeinderatswahl 2020 steht. Hier hinter mir im großen Sitzungssaal befinden sich gerade die Mitglieder der Gemeindewahlbehörde und demnächst wird das Wahlergebnis bekannt gegeben. Und auch einige Fragen beantwortet. Kann die SPÖ die absolute Mehrheit, die sie vor 5 Jahren verloren hat, wieder zurückgewinnen? Kann die FPÖ das Überraschungsergebnis von zuletzt bestätigen? Können die Kommunisten, die in den letzten 5 Jahren mit der SPÖ zusammengearbeitet haben, weiterhin Stimmen und Mandate gewinnen? Kann sich die ÖVP, die zuletzt stark verloren hat, verbessern? Und werden die Grünen weiterhin im Gemeinderat vertreten sein? All diese Fragen werden mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses beantwortet. Eines gleich vorweg. Alle 5 bereits im Mürz-Zuschlage-Gemeinderat vertretenen Parteien schafften auch diesmal wieder ohne Probleme den Einzug in das Gemeindeparlament. Und auch die eine oder andere Überraschung blieb nicht aus. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Gemeinderatswahl vom 22. März auf den 28. Juni verschoben werden. Bereits am 13. März bestand die Möglichkeit einer vorgezogenen Stimmabgabe in einem Wahllokal. Außerdem wurde die Briefwahl gut angenommen. Wahlberechtigt waren 6.989 Personen. Das sind um 382 Wählerinnen und Wähler weniger als beim letzten Urnengang 2015. Die Wahlbeteiligung lag bei enttäuschenden 56,2%. Das bedeutet ein Minus von 10,2% gegenüber der letzten Wahl. Insgesamt wurden 3.925 Stimmen abgegeben, wobei 42,3% der Bürgerinnen und Bürger eine Wahlkarte verwendeten. 1.661 Wähler nutzten heuer diese Möglichkeit. Vor 5 Jahren machten nur 469 oder 9,6% davon Gebrauch. Mit keiner der 5 kandidierenden Parteien einverstanden waren übrigens 58 Wähler. Ihre Stimmen sind daher ungültig. Das Endergebnis der Gemeinderatswahl 2020 in Mürz-Zuschlag: ÖVP, SPÖ, Grüne und Kommunisten gewinnen, die FPÖ verliert. Die Zahlen im Detail. Nach der schmerzlichen Niederlage vor 5 Jahren verzeichnet die Volkspartei diesmal ein Plus von 47 Stimmen oder einen Zuwachs von 3,7%. Die ÖVP hält nun bei 534 Stimmen und einen Prozentanteil von 13,8. In erster Linie möchte ich mich bei meinen Wählerinnen und Wählern bedanken, also bei unseren Wählern, ja, unser Vertrauen geschenkt haben und vor allem von unserem Team, ja, die den Wahlkampf bestritten haben. Es war ein einfacher Wahlkampf, eben durch die Corona-Krise, ziemlich ein langer Wahlkampf und ja, ich bin sehr erfreut. Mein Ziel ist im Prinzip erreicht worden. Natürlich ist jetzt nur ein Step passiert und wir schauen uns dann weiter in den nächsten Jahren, dass wir noch stärker werden. Was war Ihr persönliches Ziel für diese Wahl? Ja, wie gesagt, das persönlichste Ziel war im Prinzip stärker zu werden, ja, unsere Partei zu festigen, ja, dass wir in der Stadt eben unsere darstellen können, dass wir präsent sein und eben, dass wir für die nächsten Projekte immer Vertrauen gewinnen und entsprechend eben das auch mitgestalten können. Die Sozialdemokraten verlieren zwar 222 ihrer Stimmen, verbessern aber ihren prozentmäßigen Anteil um 4,7 und erreichen somit 47% oder 1816 Stimmen. Ja, zunächst einmal möchte ich wirklich auch Danke sagen. Die Großzahl hat die SPÖ, hat uns gewählt, hat auch mich mit meiner Arbeit unterstützt. Wir haben 5% dazu gewonnen, 46,95% ganz genau. Das ergibt ein zusätzliches Mandat. Ansonsten haben sich auch ein paar Verschiebungen ergeben. Es ist ganz einfach zur Kenntnis zu nehmen. Es ist ein ausgewogenes, gutes Verhältnis. Wir haben ja auch bisher gut zusammengearbeitet und ich gehe davon aus, dass diese gute Zusammenarbeit zwischen allen Fraktionen weiter in den nächsten 5 Jahren so gehalten wird. Wir haben viel vor und ich freue mich schon auf die Arbeit im Gemeinderat. Worauf ist dieses eine Mandat zurückzuführen, Ihrer Beurteilung nach? Ich denke doch, ohne allzu eitel sein zu wollen, dass wir in den letzten Jahren einiges weitergebracht haben für unsere Stadt, dass wir auch eine Zukunftsvision haben und nicht nur Vision, sondern Projekte, ein Programm, mit dem wir überzeugen konnten und dass es uns eben ein Stück weit gelungen ist, die Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, dass mit einer starken SPÖ, der ich vorstellen darf als Bürgermeister, einfach auch in eine gute Zukunft gelangen werden.
Beinahe halbiert wird die FPÖ in Mürzzuschlag. Von 1.468 Stimmen gehen 758 verloren. Das Minus von 12,1% ergibt nun unter dem Strich 18,4% Stimmenanteil. Es ist natürlich nie erfreulich, wenn man Mandate und Stimmen verliert und Vertrauen verliert. Aber ich möchte sagen, dass wir mit Zuschlag mit einem blauen Auge davon gekommen sind und dass unsere Arbeit doch in einer gewissen Art und Weise honoriert wurde, wenn man es jetzt mit anderen Gemeinden vergleicht. Aber selbstverständlich ist es sehr enttäuschend und der Vertrauensverlust, den das vergangene Jahr für die FPÖ mit sich gebracht hat, der war nicht wieder gut zu machen. Erhofft hat man sich natürlich was anderes, aber der Trend in den Bezirken oder in der ganzen Steiermark zeigt ganz eindeutig, dass wir aufgrund dieser Vorkommnisse im vergangenen Jahr verloren haben und einfach an Vertrauen wir verloren haben, enorm verloren haben, und das war nicht wieder gut zu machen. Das ist gar nicht so auf die Personen aber zum Brechen jetzt, dass sie wirklich nicht nur in unserer Gemeinde, sondern in der ganzen Steiermark, in den Gemeinden wirklich eingesetzt haben und für die Leute ihr Bestes gegeben haben, aber das war einfach nicht erklärbar. 46 Personen weniger haben diesmal bei den Kommunisten ihr Kreuzerl gemacht. Die verbliebenen 519 Stimmen bedeuten aufgrund der heuer niedrigeren Anzahl an abgegebenen Stimmen jedoch prozentmäßig einen Zugewinn von 1,7. Der KPÖ-Wähleranteil beträgt somit 13,4%. Zu Beginn möchte ich mich recht herzlich bedanken bei den Wählern der KPÖ, der ja verstärkt der KPÖ das Vertrauen geschenkt haben, aber auch bei meinem Team, das hervorragende Arbeit gemacht hat. Und ich glaube, das hat die Auswirkung jetzt gezeigt, dass wir da Stimmen gewonnen haben, wenn auch kein Mandatsgewinn dabei war. Aber so geht die KPÖ gestärkt aus dem Rennen. Was war Ihr persönliches Ziel für diese Wahl? Ja, ich hätte mir vorstellen können, dass wir schon eventuell eine oder andere Mandat dazu gewinnen würden. Leider war das nicht der Fall. Für einige überraschend ist das Ausmaß des Zuwachses bei den Grünen. Die Steigerung von 263 auf 288 Stimmen macht ein Plus von 2% aus. Am Gesamtergebnis sind es nunmehr 7,5%. Ach, das ist gar nicht so überraschend und wir freuen uns total und es gibt uns Auftrieb, noch mehr zu tun und noch mehr für die Umwelt zu tun und die Nachhaltigkeit, die Umwelt, den Klimawandel noch stärker in die Gemeinde einzubringen. Worauf führen Sie dieses gute Ergebnis zurück? Also wir haben sehr viele Anträge eingebracht, wo einige eben durchgegangen sind, andere wieder nicht. Wir haben zum Beispiel auch, was das Budget betrifft, immer auch etwas eingebracht, um das Budget für die Bevölkerung oder auch für die Gemeinderäte irgendwie nachvollziehbarer zu machen. Zum Beispiel, wir haben die Blumenwiese mit unserem Armin Riegler, der Biologe ist, in Zusammenarbeit mit dem Herrn Bürgermeister. Das ist ja gut, die Zusammenarbeit, die möchten wir auch weiter fortsetzen, ins Leben gerufen, um auf Bienen und Co. zu schauen. Und wir haben auch einen Antrag eingebracht, um Nachhaltigkeit in die Gemeindestuben zu bringen, um Nachhaltigkeit ins Bürogebäude zu bringen. In Mandaten ausgedrückt zeigt sich folgendes Bild. Die ÖVP gewinnt ein Mandat dazu und verfügt nun über 3 Vertreter im neuen Gemeinderat. Außerdem erhält sie einen Sitz im Stadtrat. Die SPÖ bekommt ebenfalls ein zusätzliches Mandat, verfehlt jedoch knapp die absolute Mehrheit, welche sie aber im Stadtrat mit 3-2 Sitzen nach wie vor innehat. Die FPÖ verliert 3 Gemeinderäte und einen Sitz im Stadtrat, behält aber den Vizebürgermeister. Einen Erfolg können die Grünen verbuchen. Ihre Mandatszahl wird verdoppelt, sodass nun 2 Grüne im Gemeinderat vertreten sind. Die KPÖ sichert ihre 3 Mandate gut ab. Aufgrund dieser Mandatsverteilung können nun die Sozialdemokraten mit allen 4 Parteien über eine vertiefende Zusammenarbeit verhandeln. Diese absolute Mehrheit, noch ein Mandat, hat uns mit wenigen Stimmen leider nicht erreicht. Aber wie gesagt, ich will nicht unbescheiden sein. Es ist einfach zur Kenntnis zu nehmen. Wir werden gut zusammenarbeiten. Ob wir jetzt mit einer Partei, mit einer Fraktion wirklich quasi koalitionär zusammenarbeiten werden oder so wie bisher einfach zum Thema bezogen Mehrheiten suchen oder möglichst einstimmige Beschlüsse herbeifinden wollen, darüber müssen wir noch ein bisschen nachdenken, müssen wir noch ein bisschen in uns gehen.
Ja, es liegt an der SPÖ jetzt, Kontakt aufzunehmen. Auf unserer Seite sind wir offen für alle Gespräche. Ich persönlich hoffe, dass ich auch den Schul- und Kinderbetreuungsausschuss weiterführen darf, weil mir der schon in den vergangenen 5 Jahren sehr viel Freude bereitet hat. Ja, wie gesagt, wir sind sehr froh, dass wir jetzt dazu gewonnen haben. Ja, und die Konstellation an und für sich, ja, wie das jetzt ausschaut, ob jetzt in einen Stadtrat gehen oder wie auch immer, dann eine Koalition eingehen, das wird in unserem Präsidium besprochen und dann werden wir weitersehen. Das liegt nicht an uns. Wären Sie aber wieder bereit für eine Zusammenarbeit, so wie in den letzten 5 Jahren? Ja, natürlich gibt es von uns so die Bereitschaft nicht. Wir haben ja, glaube ich, relativ gut zusammengearbeitet und vor allem im Wohnungsreferat doch einiges aufzuweisen. Und das würde ich halt nach wie vor gern machen. Nicht? Aber das liegt, wie gesagt, nicht an uns. Ja, da warten wir auf die Verhandlungen und auf das, dass jemand auf uns zugeht. Und dann werden wir weitersehen. Die Konstituierung des neuen Mürzzuschlage-Gemeinderates mit der Wahl des Bürgermeisters wird am 23. Juli erfolgen. Bis dahin ist noch der Gemeinderat in seiner bisherigen Zusammensetzung im Amt. Das war unsere Sondersendung von der Gemeinderatswahl 2020 in Mürzzuschlag. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.